soll auch interessant sein. Habe ich aber noch nicht probieren können, weil ich keinen weißen Glühwein tatsächlich zu Hause habe. Ich hätte tatsächlich noch 2 Flaschen Winzerglühwein rot, aber keinen weißen zum Glitzerglühwein testen. Und für die, die das nicht kennen, das ist weißer Glühwein mit Shirkuya. Shirkuya ist eine Mischung aus Shirker Feuerstein und zum, ja, als Glitzerlikör gemacht. Das sieht mit Maracuja drin, ne? Und sieht total witzig aus. So, das ist alles keine Werbung, sondern wir reden nur drüber. Ne? Ich krieg vom Ralf Glesel jetzt keine Kiste Shirkuya. Also nicht deswegen. Hey, wenn wir damit fertig sind, ja, haben wir nur noch Holztransporte, das große Ding, was zum Hafen transportiert werden muss, oder auf andere Kartenteile. Dann fahren wir auf die nächste Karte. Ja. Dauersaufsendung, ja, das sollte ich mal einblenden. Bis jetzt weiß ich noch nicht, ob Freitag wieder Pen and Paper ist. Da habe ich noch keine Rückmeldung bekommen. Aber die Frage kann ich direkt mal stellen. Da war ein Laternenpfeiler, der mir auf die Straße gesprungen ist. Ach, war Alaska noch einfach. Ja, ja, ja. So. Ups. Alaska ist tatsächlich wesentlich schöner spielbar als vorher Michigan. Also, finde ich jedenfalls. Vielleicht auch einfach, weil ich Schnee mag. Es geht auf jeden Fall sehr schnell und sehr gut von der Hand. Mhm. Ja, die neuen Karten sind auch sehr, sehr, sehr schwierig. Aber wir haben halt gesagt, wie gesagt, wir fangen ganz vorne an. Ich bin selber mit meinem Spielstand durchaus ein gutes Stück weiter. So Cola und sowas gespielt, aber das ist ein neuer Spiel. Ich muss hier abbiegen, verdammt, halt. Das ist ein neuer Spielstand und wir arbeiten uns wirklich gründlich durch die Maps durch, wühlen alles einmal um. Und lassen nur die, die Holzmissionen erstmal frei. Und die ganz großen Missionen machen wir am Ende der Gebiete. Und wir machen keine Zeitmissionen. Alles andere wird ordentlich abgearbeitet. Und dann geht es erst weiter. Das ist so das Konzept von dem Jansen hier. Und bis jetzt funktioniert das. Richtig. Glaube ich, muss mal gucken, dass ich hier nicht irgendwo. Nee, der Weg passt. Sobald du mich siehst, musst du rechts abbiegen. Ich sehe dich nicht, aber hier kommt der Weg da rechts. Genau, hier musst du nochmal rechts abbiegen. Genau. Dann bist du fast da. Genau, und wir wollen es einfach schön gechillt. In Ruhe machen, weil ich bin einer der Storyrunner vor dieser Session, sondern vor dieser Runde Storyrunner noch nie gespielt hat. Von daher alles nochmal erkunden kann, Dinge tun kann. Und für mich ist es tatsächlich auch eine Erkenntnis, dass sich vieles anders spielt als in den ersten Tagen. Also wir haben das wirklich, gerade die Ecke hier natürlich relativ in der ersten Woche quasi des Spielerscheins gespielt. Und das ist interessant, wie viel sich auch weiterentwickelt hat, nochmal an der Fahrzeugphysik, an der Bodenphysik und so weiter. So, haben wir jetzt noch? Ne, jetzt fahren wir hoch nach. Jetzt wäre die nächste tatsächlich in Pedro Bay. Ja, dann fahren wir hoch nach Pedro. Da würde ich sagen, tanken? Ja, ich würde auch bei der Fabrik vorbeifahren und mal Stahl mitnehmen wollen. Weil da ist eine der Sachen eine Pipeline-Reparatur und ich glaube, da macht es Sinn, wenn wir die Stahl direkt mitnehmen. Mit deiner Voreiligkeit. Im aber Zweifel. Du wieder 10 Autos hin, ich weiß. Ja. Du kennst mich. Ja, der Wild Western macht ein gutes Brot- und Butter-Auto, der hat sich gut entwickelt. War ganz am Anfang, glaube ich, gar nicht so stark. Wir haben damals viel mehr mit dem BM gespielt, der jetzt extrem schnell wirkt. Ja,
muss man sich halt so ein bisschen anpassen. Aber der macht hier einen guten Job, der fährt hier gut durch, mit dem kann man eigentlich weitestgehend diese Region zu Ende spielen. Kommt hier noch ein bisschen was. Genau, und, in Alaska haben wir noch zwei Regionen vor uns, von daher. Und die gehen wir jetzt ganz schön an, fahren jetzt auf die dritte Map und da werden wir uns dann dort weiterfühlen. Aber das, wie gesagt, das wird ganz gut. Ja, ist er. Er ist wirklich okay. Also ich muss sagen, ich habe dann von den Russen nachher später mit dem Azov ganz gute Erfahrungen gemacht, weil der ähnlich so ist wie hier. Du kommst eigentlich überall durch. Wir nehmen den mittlerweile sogar, das wird man jetzt gleich wieder sehen, zum Scouten. Weil es einfach so eine robuste Sau ist. Also, das ist nicht Sati, das Auto. Ne? Nicht, dass jetzt hier jemand denkt, ich beschimpfe hier den Herrn Horst. Achtung, Unfall. Ach, ich bin doch gar nicht da. Gut. Dann habe ich nichts gesagt und du hast nichts gesehen. Ja, der Azov ist wirklich sehr, sehr stark. Das stimmt schon. Und WG Blacky. Gerade in den ganzen neuen Maps ist das ja durchaus okay, nur ein bisschen mehr Bums zu haben. Bin ich denn jetzt gerade nicht falsch abgebogen? Ja. Ich biege jetzt auf jeden Fall mal ganz kurz falsch ab. Warum fahre ich eigentlich dir hinterher? Was ist mit mir falsch? Das ist schon der richtige Weg. Ja, ich brauche da aber keinen Stahl, oder? Doch, doch, wir brauchen zwei Stahlträger. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, auf eine neue Map zu fahren und schon Sachen mitzuschleppen. Du kannst es auch sein lassen. Also, wenn ich in ein Hotel gehe, wo ich noch nie war, gehst du dann schon mit Koffern zur Rezeption? Also ich... Ja. Ich lasse die Koffer schön entspannt im Kofferraum, gehe erstmal ganz gechillt in die Rezeption, gehe dann auf das Zimmer, schmeiß mich aufs Bett und wenn ich mit all dem fertig bin, dann hole ich irgendwann meine Koffer. Alternativ kannst du mal gucken, ob du den Service-Anhänger ankoppeln kannst und dir eine Reparatur verpassen. Steht hier einer? Nee. Ja, ach doch, ja. Rechts. Ja, klar, warum soll ich den nicht kriegen? Weil ich kriege ihn leider nicht. Dieses Mal war ich es nicht. Nee, diesmal hast du mich nicht abgelenkt, das stimmt. Was war das denn jetzt? Alles gut, alles gut. Das war nur ein Drift King Issue. Hab ich schon erwähnt, dass ich nicht rückwärts einparken kann? Das passt schon. Nee, nee, passt noch nicht, weil ich noch nicht angekoppelt habe, weil ich übe ja noch rückwärts einparken für Anfänger. Aber erstmal ziehe ich mir den Hänger. Ja, Taxifahrer, Taxifahrer. Ich bin ja ein Selbstfahrer. Und wenn du die Koffer in dem Auto lässt und erstmal hochgehst und dann bezahlst, dann können auch Taxifahrer mitleben. Anhänger ankommen. Reparieren. Alle. Reparieren das andere Auto. Alle. Danke. So. Weil mit Motorschaden auf die neue Map ist vielleicht eine doofe Idee. Ich bin keine Frau, ich kann einfach nur in Computerspielen nicht rückwärts fahren. Ich weiß nicht warum. Im Real Life geht das richtig gut und von mir aus fahre ich den ganzen Tag rückwärts, wenn es sein muss, aber in Computerspielen, da fehlt mir irgendeine Hirnzelle, aber dafür kacke ich nicht auf den Hof, also ich bin noch kein Huhn. Ich habe keine Ahnung. So, wo muss ich jetzt hin, um Sachen mitzunehmen, die nur du mitnehmen willst? Einfach hinterher. Also, du fährst die Straße wieder runter, dann fährst du rechts die Straße. Drei Kreuzungen weiter und sagst einfach hinterher. Entschuldigung, ich dachte, also. Ach, ich musste den Anhänger noch abkoppeln, der hinten an mir dranhing, um dich zu reparieren. Ich bin einfach zu. Ich hätte vielleicht weniger Kaffee trinken sollen heute. Ja, ich merke das schon. Du bist heute hier voll auf Speed. Oh, er fährt langsam, aber ist schnell. Das ist ganz gefährlich. Also ist mit einem kleinen normalen S. Wenn ich hier wie ein blöder Drifter. Du musst quasi zu meinem anderen Waldwestern, der hier noch rumsteht. Der natürlich direkt neben dem Anhängershop steht. Das heißt, ich hätte da einfach reinspringen können, da einen Anhänger dran. Ja, ist okay.
Dazu sage ich jetzt nichts. Was hat sie gesagt? Stahl. Hast Stahl. Du geguckt, ob wir das Richtige an Stahl mitnehmen? Also ich frage nur. Stahlträger. Ja, okay. Gib es hier. Die Karte sagt, gib es hier. Da gehen wir jetzt mit rüber. Ja, Ricky kann mit einem Bus rückwärts einparken, aber nicht mit einem PKW. Das ist auch cool. Der PKW ist auch viel zu klein. Weil den Stall brauchen wir zur Pipeline-Reparatur und Pipeline-Reparatur ist, glaube ich, eine Infrastrukturmaßnahme, was gut ist. Ja, aber lass mich Strecke erkennen. Zur Infrastruktur. Ich kann dir den Stall auch gleich abnehmen. Dann legen wir den einfach auf die Dings auf die Karte. Genau, ich nehme den jetzt einfach als Last auf meiner Hinterachse. Genau. Auf meinen Hinterachsen. Ich habe beim Bund mit einem Unimog blind einen Anhänger getroffen. Ja, treffen würde ich den auch. Ja, vorwärts wie rückwärts, das schaffe ich. Nee, also wie gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich parke dir auch einen Transporter, also so ein Sprinter oder sowas, auf einer Postkarte rückwärts auf einen. Das ist alles kein Problem. Ja, das habe ich auch schon mal gewonnen. Aber dafür hat das Ding Spiegel, aber im Computerspiel. Jetzt. Oh, jetzt habe ich auch mein Auto mal richtig ruiniert. Halbe Federung. Ich bin auf die Leitplanke, weil ich Riggi gelesen habe. Also ich muss dazu sagen, ich habe rückwärts einparken im Außendienst in Frankfurt am Main gelernt. Und wer schon mal in Frankfurt am Main Parkplätze gesucht hat, Das ist kurz vor Pariser Niveau, also nach Gehör einparken. Und ich meine nicht das Piep Piep. Das war dann eher das HALT! Aus der Nachbarstraße. Okay, hast 7 Jahre. Ne? Bei mir waren es 5 Jahre. Und wenn ich jetzt bei mir hier in der Kleinstadt oder so irgendwo einparke, dann halten sich gerne mal die Leute die Augen zu, ne? So, ich bin aus dem Bereich raus. Oh, ich bin einfach frech reingefahren, weil ich nicht mitgedacht habe, aber hat ja geklappt. Ja. So, mal gucken, wo er hinfährt. Der fährt gleich geradeaus. So, ich warte jetzt hier mal und guck mal kurz auf die Karte. Wo ist denn die Reparatur? Ach, da hinten. Ja, da kann man ja quasi die Hauptstraße entlang fahren. Das ist ein Stück. Naja, da muss ich dir ja eh mitfahren, weil ich habe ja die Ladung in Hamburg. Ja, ich weiß auch nicht genau, wo es hingeht, das Portal. Jetzt hätte ich die linke Verdeckung erstmal gemacht. Ich kann die Ladung auch einfach abnehmen, dann lasse ich sie einfach hier liegen. Ich habe ja einen Kran dabei. Also ich muss dazu sagen, ich habe in Frankfurt am Main die Dellen nicht durch die anderen Autofahrer gehabt, sondern durch die vielen Kastanien bei mir im Viertel, die mir auf meinen Lack gedolzt sind, aber... Dann fahr einen schönen linken Bogen. Wenn du willst, fahre ich mal voraus, weil da gibt es so eine schöne Strecke. Wie gesagt, ich kann dir den Stahl jetzt auch gerne abnehmen, dann kann man den hier hinlegen. Sehe ich gar nicht ein, das ist unökonomisch. Ach, deswegen haben wir den auch mitgenommen. Das ist übrigens das Eis, was ich so schön finde. Ah... Und wenn du deinen Ton mal ganz laut machst, hörst du es knistern, vor allen Dingen am Rand. Ich liebe es. Und ich finde es auch optisch sehr, sehr schön. Ja, es ist auch gar nicht bedrohlich, diese ganzen Risse. Nein, das wirkt total entspannt, ne? Ja. Ich möchte hier nur nicht. Also, es ist alles okay. Ich möchte hier nur möglichst schnell wieder runter. Zumindest mit diesem leichten Transporter. So, geradeaus haben wir jetzt leider einen kleinen Steinbruch. Okay. Und lass mich raten, ja, wir brauchen Holzplanken. Die gibt es hier aber irgendwo. Das Problem ist gerade, Wir haben einen Stahl dabei, ja, ich weiß. Das ist dir jetzt aufgefallen, ne? Ja, man kann hier rechts, dann wieder links und dann da unten rum. Ich weiß nicht, wo der Stahl hin muss. Ich fahre jetzt einfach hinterher und fluche von hinten. Alles klar. Just nicht spoilern. So. Wenn wir ganz verwirrt um Hilfe fragen, gerne fragen, aber ansonsten bitte nicht spoilern.
halte mich da ja auch ein Stück weit zurück. Weil. Jetzt willst der Multistream-Bot aber auch wieder wissen. Ja, das mit dem Zugreifen ist sehr, sehr wichtig. So, ich glaube. Ja, hier müssen wir rechts abbiegen. Ups, und das war mein Motor. Echt, die Tage ja erst erfahren, weil wir die Autos freigeschaltet haben. Also vielleicht zur Information nochmal für alle, die es noch nicht kennen. Der Sat ist der Host und wenn wir ja Autos freispielen, kriegt die nur der Rigi dann Schlafgut. Ich will gar nicht, genau, der Rigi kriegt sie. Dann kriegt nicht der Rigi, sondern dann kriegt der Sat die Autos, was ja auch völlig in Ordnung ist. Geld, zumindest für die Mission und die Levelpunkte bekommen wir beide. Und damit ich die Fahrzeuge auch haben kann, spiele ich immer in unregelmäßigen Abständen so eine halbe bis eine ganze Map vor. Hast du schon ein Allrad an? Ich versuch's mal mit der Winde. Auch gut. Und hole mir die Fahrzeuge, aber ich spiele die Fahrzeuge, die es gibt, immer erst dann, wenn Sat oder wir beide sie im Live-Spiel quasi entdeckt haben. Ja. Also. Das ist der Vorteil von so einem Sat vor allem, man spart unheimlich Sprit und hat immer einen mobilen. Windelpunkt. Ja, ich weiß auch nicht, warum er immer so einen Kran dabei hat. Ich bin ja schon ganz froh, dass er nicht noch vier Anhänger hinten dran hängen hat. Das ist eine Sache, die muss man nicht wirklich nachvollziehen. Der wird auch überhaupt nicht kopflastiger, der Wagen. Nein, das ist völlig unmöglich, aber so einen Kran dabei zu haben, das ist halt so ein bisschen so eine dicke Hosennummer, weißt du? Das ist ganz wichtig beim Sat. Als Streamer haben wir ja nun keine Hose an und das ersetzt das dann quasi. Richtig. Ich weiß es nicht, warum er permanent irgendwelche Kräne dran hat, das ist die Sache. Ich dachte ja, es wäre bei irgendwo eine Mission, wo man was aufheben muss, weil in den letzten Karten in Michigan war ja an der Nase lang irgendwas irgendwo, nimm das mit, heb das auf, mach das da. Schlange runter. So, Achtung, ich halte doch mal. Müsste eigentlich weiter in die richtige Richtung gehen. Und Little Hulk, herzlichen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Sei auch du gegrüßt. Wenn Schlager, dann Helene Fischer, aber ohne Ton. Bei dem ohne Ton bin ich voll dabei. Ich war bei ihrem größten Five-Konzert dabei. Live. Sag doch, dass du stecken bleibst. Ja, ich dachte, du machst das einfach mir nach. Nee, ich hatte erst überlegt, links lang zu fahren und dachte ich, wenn er rechts fährt, machst du es auch und dann bleibst du stehen. Ja, ich wusste nicht, dass ich da einfach spontan stehen bleiben muss, weil das Fahrzeug gesagt hat, so, ach nö. Boah, warte, und dann so hochbeinig durchtapst. Genau. Erst mit der Schnauze reinfallen und dann so, wie so ein Hund, weißt du?